Siebter Gesang. Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet. Manche Ritter kamen dahin. Den sämtlichen Tieren folgten unzählige Vögel, und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen. Da ergötzte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals nur beisammen gewesen. Trompeten und Pauken erklangen, und den Hoftanz führte man auf mit guten Manieren. Überflüssig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten ging das Land und luden die Gäste. Vögel und Tiere machten sich auf. Sie kamen zu Paaren, reisten hin bei Tag und bei Nacht und eilten zu kommen. Aber Reineke Fuchs lag auf der Lauer zu Hause, dachte nicht, nach Hofe zu gehen, der verlogene Pilger. Wenig Dankes erwartet er sich. Nach altem Gebrauche seiner Tücke zu üben, gefiel am besten dem Schelme. Und man hörte bei Hof die allerschönsten Gesänge. Speis und Trank ward über und über den Gästen gereichet. Und man sah Turnieren und Fechten. Es hatte sich jeder zu den Seinen gesellt. Da ward getanzt und gesungen. Und man hörte Pfeifen dazwischen und hörte Schalmeien. Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder. Ihm behagte das große Getümmel, er sah es mit Freuden. Und 8 Tage waren vorbei. Es hatte der König sich zur Tafel gesetzt, mit seinen ersten Baronen, neben der Königin saß er. Und blutig kam das Kaninchen vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne. »Herr, Herr König und alle zusammen, erbarmet euch meiner, denn ihr habt so argen Verrat und mörderische Taten, wie ich von Reineken diesmal erduldet, nur selten vernommen. Gestern Morgen fand ich ihn sitzen. Es war um die 6. Stunde. Da ging ich die Straße vom Alepathos vorüber, und ich dachte, den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte wie ein Pilger gekleidet, als läs er Morgengebete, sich vor seine Pforte gesetzt. Da wollte ich behende meines Weges vorbei, zu eurem Hofe zu kommen. Als er mich sah, erhob er sich gleich und trat mir entgegen. Und ich glaubt, er wollte mich grüßen. Da fasst er mich aber mit den Pfoten gar mörderlich an. Und zwischen den Ohren fühlt ich die Klauen und dachte wahrhaftig, das Haupt zu verlieren. Denn sie sind lang und scharf. Er druckte mich nieder zur Erde. Glücklicherweise machte ich mich los, und da ich so leicht bin, konnte ich entspringen. Er knurrte mir nach und schwur, mich zu finden. Aber ich schwieg und machte mich fort. Doch leider behielt er mir ein Ohr zurück. Ich komme mit blutigem Haupte. Seht, 4 Löcher trug ich davon. Ihr werdet begreifen, wie er mit Ungestüm schlug. Fast wäre ich liegen geblieben. Nun bedenket die Not, bedenket euer Geleite. Wer mag reisen? Wer mag an eurem Hofe sich finden, wenn der Räuber die Straße belegt und alle beschädigt? Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krähe. Merkenau sagte: »Würdiger Herr und gnädiger König, traurige Mär, bring ich vor euch. Ich bin nicht imstande, viel zu reden vor Jammer und Angst. Ich fürchte, das bricht mir noch das Herz. So jämmerlich Ding begegnet mir heute, scharfen Ebbe. Mein Weib und ich, wir gingen zusammen heut früh, und Reineke lag für tot auf der Heide. Beide Augen im Kopfe verkehrt. Es hing ihm die Zunge weit zum offenen Munde heraus.
da fing ich vor Schreck an, laut zu schreien. Er regte sich nicht. Ich schrie und beklagte ihn, rief, o weh mir, und ach, und wiederholte die Klage. Ach, er ist tot, wie dauert er mich, ich bin bekümmert. Meine Frau betrübte sich auch. Wir jammerten beide, und ich betastete ihm Bauch und Haupt. Es nahte desgleichen meine Frau sich und trat ihm ans Kinn, ob irgend der Atem einiges Leben verriet. Allein sie lauschte vergebens. Beide hätten wir darauf geschworen. Nun höret das Unglück. Wie sie nun traurig und ohne Besorgnis dem Mund des Schelmen ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt ist der Unhold, schnappte grimmig nach ihr und riss das Haupt ihr herunter, wie ich erschrak, ich will nicht sagen, o weh mir, o weh mir, schrie ich und rief, da schoss er hervor und schnappte mit einmal auch nach mir. Da fuhr ich zusammen und eilte zu fliehen. Wäre ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls festgehalten. Mit Not entkam ich den Klauen des Mörders. Eilend erreichte ich den Baum. Oh, hätte ich mein trauriges Leben nicht gerettet. Ich sah mein Weib in des Bösewichts Klauen. Ach, er hat die gute Garbe alt gegessen. Er schien mir so begierig und hungrig, als wollte er noch einige speisen. Nicht ein Beinchen ließ er zurück, kein Knöchelchen übrig. Solchen Jammer sah ich mit an. Er eilte von dannen, aber ich konnte es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen in die Städte. Da fand ich nur Blut und wenige Federn meines Weibes. Ich bringe sie her, beweise der Untat. Ach, erbarmet euch, gnädiger Herr! Denn solltet ihr diesmal diesen Verräter verschonen, gerechte Rache verzögern, eurem Frieden und eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen. Ha, vieles würde darüber gesprochen. Es wird euch missfallen, denn man sagt, der ist schuldig der Tat, der zu strafen Gewalt hat und nicht strafet. Es spielet alsdann ein jeder den Herrn. Eurer Würde ging es zu nah. Ihr mögt es bedenken. Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel, der König, rief, »So sei es geschworen bei meiner ehelichen Treue. Diesen Frevel bestraf ich. Man soll es lange gedenken, mein Geleit und Gebot zu verhöhnen. Ich will es nicht dulden. Gar zu leicht vertraute ich dem Schelm und ließ ihn entkommen. Stattet ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen scheiden, als ging er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht alles aufgeheftet? Wie wußt er sich nicht der Königin Vorwort leicht zu gewinnen? Sie hat mich beredet. Nun ist er entkommen. Aber ich werde der Letzte nicht sein, den es bitter gereute, Frauenrat befolgt zu haben. Und lassen wir länger ungestraft den Bösewicht laufen, wir müssen uns schämen.
Immer war er ein Schalk und wird es bleiben. Bedenket nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahren und richten. Greifen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen. Isegrimmen und Braunen behagte die Rede des Königs. Werden wir doch am Ende gerochen, so dachten sie beide. Aber sie trauten sich nicht zu reden. Sie sahen, der König war verstörten Gemüts und zornig über die Maßen. Und die Königin sagte zuletzt: Ihr solltet so heftig, gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören. Es leidet euer Ansehen dadurch und eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keineswegs am Tage. Ist doch erst der Beklagte zu hören, und war er zugegen, würde mancher verstummen, der wieder Reineken redet. Beide Parteien sind immer zu hören, denn mancher Verwegene klagt, um seine Verbrechen zu decken. Für klug und verständig hielt ich Reineken, dachte nichts Böses und hatte nur immer euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen. Denn sein Rat ist gut zu befolgen, wenn freilich sein Leben manchen Tadel verdient. Dabei ist seines Geschlechtes große Verbindung wohl zu bedenken. Es werden die Sachen nicht durch Übereilung gebessert, und was ihr beschließet, werdet ihr dennoch zuletzt als Herr und Gebieter vollziehen. Und Lupardus sagte darauf: Ihr höret so manchen, höret diesen denn auch. Er mag sich stellen, und was ihr dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermutlich diese sämtlichen Herren mit eurer edlen Gemahlin. Isegrim sagte darauf: Ein jeder rate zum Besten. Herr Lupardus, höret mich an. Und es wäre zur Stunde Reineke hier und entledigte sich der doppelten Klage dieser beiden. So wär es mir immer ein leichtes zu zeigen, dass er das Leben verwirkt. Allein, ich schweige von allem, bis wir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den König mit dem Schatze belogen? Den sollt ihr in Hüsterlo neben Krekelborn finden. Und was der groben Lügen noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet. Aber ich setze mein Leben daran. So treibt es der Lügner auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet. Deucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man also verfahren. Doch wäre es ihm ernst, nach Hofe zu kommen, hätte er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs durch das Land, die Gäste zu laden. Doch blieb er zu Hause. Und es sagte der König darauf: Was sollen wir lange hier ihn erwarten? Bereitet euch alle, so sei es geboten, mir am 6. Tage zu folgen. Denn wahrlich, das Ende dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren? Wäre er nicht fähig, zuletzt ein Land zugrunde zu richten? Macht euch fertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch, kommt mit Bogen und Spießen und allen anderen Gewehren und betragt euch wacker und brav. Es führe mir jeder, den ich schlage, wohl Ritter im Felde, den Namen mit Ehren. Malepartus, die Burg. Belegen wir, was er im Haus hat. Wollen wir sehen. Da riefen sie alle: Wir werden gehorchen. Also dachte der König und seine Genossen, die Feste Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart, der am Rate gewesen, entfernte sich heimlich und eilte, Reineken aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen.
Trauernd ging er und klagte vor sich hin und sagte die Worte: »Ach, was kann es nun werden, mein Oheim? Billig bedauert dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes. Vor Gericht verratest du uns. Wir waren geborgen. Niemand konnte bestehen vor dir und deiner Gewandtheit.« So erreicht er das Schloss, und Reinigen fand er im Freien sitzen. Er hatte sich erst 2 junge Tauben gefangen. Aus dem Neste wagten sie sich, den Flug zu versuchen, aber die Federn waren zu kurz. Sie fielen zu Boden, nicht imstande, sich wieder zu heben, und Reinicke griff sie. Denn oft ging er umher zu jagen. Da sah er von Weitem Grimbart kommen und wartete sein. Er grüßte ihn und sagte: »Seid mir, Neffe, willkommen, vor allen meines Geschlechtes. Warum lauft ihr so her? Ihr keichet. Bringt ihr was Neues?« Ihm erwiderte Grimbart: »Die Zeitung, die ich vermelde, klingt nicht tröstlich. Ihr seht, ich komme in Ängsten gelaufen. Leben und Gut ist alles verloren. Ich habe des Königs Zorn gesehen. Er schwört, euch zu fahnen und schändlich zu töten. Allen hat er befohlen, am 6. Tage gewaffnet hier zu erscheinen, mit Bogen und Schwert, mit Büchsen und Wagen. Alles fällt nun über euch her. Bedenket euch in Zeiten. Isegrim aber und Braun sind mit dem Könige wieder besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles, was sie wollen, geschieht. Den grässlichsten Mörder und Räuber schilt euch Isegrim laut, und so bewegt er den König. Er wird Marschall, ihr werdet es sehen, in wenigen Wochen. Das Kaninchen erschien, dazu die Krähe, sie brachten große Klagen gegen euch vor. Und sollt euch der König diesmal fahnen, so lebt ihr nicht lange. Das muss ich befürchten.« »Weiter nichts«, versetzte der Fuchs. »Das ficht mich nun alles keinen Pfifferling an. Und hätte der König mit seinem ganzen Rate doppelt und dreifach gelobt und geschworen, komm ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie raten und raten und wissen es nimmer zu treffen. Lieber Neffe, lasset das fahren und folgt mir und seht, was ich euch gebe. Da habe ich soeben die Tauben gefangen, jung und fett. Es bleibt mir das Liebste von allen Gerichten, denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur eben hinunter. Und die Knöchelchen schmecken so süß, sie schmelzen im Munde, sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise bekommt mir, und mein Weib ist vom gleichen Geschmack. So kommt nur, sie wird uns freundlich empfangen. Doch merke sie nicht, warum ihr gekommen. Jede Kleinigkeit fällt ihr aufs Herz und macht ihr zu schaffen. Morgen gehe ich nach Hofe mit euch. Da hoff ich, ihr werdet, lieber Neffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet. Leben und Gut verpflicht ich euch gern zu eurem Behufe«, sagte der Dachs, und Reinicke sprach: »Ich will es gedenken. Leb ich lange, so soll es euch frommen.« Der andere versetzte: »Tretet immer getrost vor die Herren und wahret zum Besten eure Sache. Sie werden euch hören. Auch stimmte Lupardus schon dahin, man sollte euch nicht strafen, bevor ihr genugsam euch verteidigt. Es meinte das Gleiche die Königin selber. Merket den Umstand und sucht ihn zu nutzen.« Doch Reineken sagte: »Seid nur gelassen, es findet sich alles. Der zornige König, wenn er mich hört, verändert den Sinn. Es frommt mir am Ende.«
Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig von der Hausfrau empfangen. Sie brachte, was sie nur hatte. Und man teilte die Tauben, man fand sie schmackhaft und jedes speiste sein Teil. Sie wurden nicht satt und hätten gewisslich ein halbes Dutzend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen. Reineke sagte zum Dachse: »Bekennt mir, Oheim, ich habe Kinder trefflicher Art, sie müssen jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Rossel behagt und Reinhard, der Kleine. Sie vermehren einst unser Geschlecht und fangen allmählich an, sich zu bilden. Sie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Einer fängt sich ein Huhn, der andere hascht sich ein Küchlein. Auch ins Wasser ducken sie brav, die Ente zu holen und den Kiebitz. Ich schickte sie gerne noch öfter zu jagen, aber Klugheit muss ich vor allem sie lehren und Vorsicht, wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren. Und verstehen sie dann das rechte Wesen und sind sie abgerichtet, wie sich's gehört, dann sollen sie täglich Speise holen und bringen und soll im Hause nichts fehlen. Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele. Wenn sie's beginnen, so ziehen sie den Kürzeren die übrigen Tiere. An der Kehle fühlt sie der Gegner und zappelt nicht lange. Das ist Reinekens Art und Spiel. Auch greifen sie hastig und ihr Sprung ist gewiss. Das dünkt mich eben das Rechte.« Grimbart sprach: »Es gereichet zur Ehre, und man mag sich freuen, Kinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe bald sich gewöhnen, den Eltern zu helfen. Ich freue mich herzlich, sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste.« »Mag es für heute bewenden«, versetzte Reineke. »Gehen wir schlafen. Denn alle sind müd und Grimbart besonders ermattet.« Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über war mit Heu und Blättern bedeckt, und schliefen zusammen. Aber Reineke wachte vor Angst. Es schien ihm die Sache guten Rats zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Weibe: »Betrübt euch nicht. Es hat mich Grimbart gebeten, mit nach Hofe zu gehen. Ihr bleibt ruhig zu Hause. Redet jemand von mir, so kehret es immer zum Besten und verwahrt die Burg. So ist uns allen geraten.« Und Frau Ermelin sprach: »Ich find es seltsam. Ihr wagt es, wieder nach Hofe zu gehen, wo eurer so übel gedacht wird? Seid ihr genötigt? Ich sehe es nicht ein. Bedenkt das Vergangene.« »Freilich«, sagte Reineke darauf, »es war nicht zu scherzen. Viele wollten mir übel. Ich kam in große Bedrängnis. Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wieder alles vermuten. Erfährt man dieses und jenes, und wer was zu haben vermeint, vermisst es auf einmal. Also lasst mich nur gehen, ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitt ich euch sehr. Ihr habet nicht nötig, euch zu ängstigen. Wartet es ab. Ihr sehet, mein Liebchen, ist es mir nur möglich, in 5, 6 Tagen mich wieder.« Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse.